Ja, und damit hi Leute, ich bin der Bruger und ihr seht hier The Inquisitor, entwickelt von The Dust und gepublished von Calypso Media. Wisst ihr, was lustig ist? Calypso kommt aus Worms, du komisch Achäer, und das ist witzig. Ja, auf jeden Fall sind aus der Pfalz, das Entwicklerstudio aus der Südpfalz. Und ich freue mich sehr, dass ich das Spiel früher bekommen habe, um euch zeigen zu können. Das kommt nämlich jetzt am 8. Februar raus. Soweit ich weiß, auf allen gängigen neuen Plattformen. Ich habe es jetzt halt für PC, ich spiele es auf Steam mit dem Gamepad, mit dem PlayStation Gamepad, wollte ich immer sagen. Und ja, ich darf es schon etwas früher zeigen und euch so einen Eindruck vermitteln. Ich werde es mal anzocken auf meinem Kanal und wenn es was ist, wenn es euch und mir gefällt, werde ich es auf meinem zweiten Kanal weiterspielen. Der heißt nämlich Bruger LP zusammengeschrieben. Kann man leider nicht mehr so gut verlinken auf dem Kanal, aber ich werde es mal in die Videobeschreibung packen und dann könnt ihr in Zukunft das Projekt weiter dort sehen. So, wir starten neu. Ich habe alles schon eingestellt und ich hoffe, es passt und wird nicht ruckeln oder so. Dementsprechend jetzt viel Spaß damit. Sie dachten, sie hätten Christus in der Hand. Dass sie ihn behandeln könnten, wie es ihnen beliebte. Und so folterten sie ihn und nagelten ihn ans Kreuz. Sie lachten, als er versprach, seine Rache würde über sie kommen. Doch er blieb seinen Worten treu. Die Erde, auf der sie standen, wurde getränkt von Blut. Die Städte, in denen sie lebten, wurden verzehrt von Flammen. Nach ihrer Niederlage suchten sie Zuflucht bei den Gläubigen. Sie dachten, sie wären dort sicher. Doch sie irrten sich. Die unerschütterlichen Inquisitoren, wahre Meister im Aufdecken von Feinheiten und subtilen Zeichen, verfolgten sie mit der Heiligen Schrift. Konnten sie die Ketzer bekehren. Mit Feuer reinigten sie die Hex. Mit ihren Händen quälten sie die hinterlistigen Vampire. Im Namen Christi und zu seinem ewig währenden Ruhm. Willkommen in Königstein, Meister Inquisitor. Mein Name ist Bertram, Hauptmann der Wache. Mortimer Madadin, lizenzierter Inquisitor im Dienste des Bischofs von Hesseshorn. Man hat uns über eure Ankunft informiert. Ich muss zugeben, dass mich der Zweck eures Besuches überrascht. Ich glaube nicht, dass in Königstein ein Vampir sein Unwesen treibt. In dieser Gegend wurde schon seit einem Jahrhundert keiner mehr gesichtet. Und es gab auch keinerlei Anzeichen. Heißt nicht, dass es hier keinen gibt. Deshalb werden wir unser Bestes tun, um euch zu helfen. Soweit wir dazu in der Lage sind, versteht sich. Danke, Hauptmann. Ich befolge nur meine Befehle, dank dem Bürgermeister, nicht mir. Wenn ihr das gern persönlich tun möchtet, geht zum Jahrmarkt. Er ist heute dort, um Geld zu sammeln. Die Männer zeigen euch den Weg. Jetzt entschuldigt mich bitte. Ich muss nach den Außenposten an den anderen Toren sehen. Du hattest recht. Er ist ein Inquisitor. Hab ich doch gesagt. Ich habe die Insignien des Inquisitors sofort erkannt. Nur sie dürfen sie tragen. Verdammter Hundefänger. Still, Narr. Oder du bringst Unglück über uns. Okay, es ist wohl eine sehr alternative Geschichtsschreibung. Ich meine, Vampire, wer kennt sie nicht, ne? Gab's damals offensichtlich noch. Ich ignoriere das einfach mal, diese Bemerkung. Wahrscheinlich hört er öfter sowas als Inquisitor. Der Hauptmann erwähnte, dass zurzeit ein Jahrmarkt in der Stadt ist. Wo genau?
Auf dem Marktplatz. Ihr könnt ihn nicht verfehlen, Meister. Aber hütet euch vor Dieben. Diese Hurensöhne lauern immer in der Nähe der Stände. Okay. Wisst ihr etwas über einen Vampir? Angeblich treibt sich einer in dieser Gegend herum. Ich habe nichts gehört. Was ist mit dir? Ich auch nicht. Alles klar, ich weiß leider nicht sehr viel darüber. Also nichts über das Gameplay, aber es läuft eigentlich ganz anständig. So, das Tagebuch. Nein, das ist nicht das Tagebuch. Ah doch, die andere Seite. Es gibt ja auf dem Touchpad 2. Ja, besuche den Jahrmarkt. Heute feiern wir den siegreichen Christus. Auf dem Jahrmarkt findet zu diesem Anlass ein Jahrmarkt... Ne, auf dem Marktplatz findet zu diesem Anlass ein Jahrmarkt statt, für den Königstein berühmt ist. Ich werde sehen, ob er wirklich so beeindruckend ist, wie die Leute behaupten. Vielleicht komme ich bei der Gelegenheit auch mit dem Bürgermeister ins Gespräch. Registrierkarte wechseln. Ah, Charaktere. Es geht wirklich um den Vampir, ja? Finde ich interessant. Der Vampir. Laut dem heiligen Offizium soll der Blutsauger sich hier in Königstein ein Nest eingerichtet haben. Bertram zweifelt jedoch an seiner Existenz. Möglicherweise hat sich der Sonderling unter die Bürger gemischt. Es wird nicht leicht sein, ihn zu finden. Bertram ist der Hauptmann der Stadtwächter. Er scheint ein anständiger Mann zu sein. Ich denke, ich kann ihm vertrauen. Und die Stadtwächter. Die Wächter, die am Tag des Jahrmarkts das Tor bewachen, sind etwas größenwahnsinnig. Es sind Einfallspinsel, die das Faulenzen und Tratschen lieben. Ich hörte, wie einer von ihnen mich als Hundefänger bezeichnete. Unverschämt! So, Hinweise aber keine. Tagebuch. 22. September im Jahr unseres Herrn 1533. Das heilige Offizium sandte mich nach Königstein, um Nachforschung über einen Vampir anzustellen, der dort sein Unwesen treiben soll. Als Inquisitor erwarte ich keinen herzlichen Empfang. Als unermüdlicher Diener unseres Herrn glaube ich daran, dass er mir gute Menschen schicken wird, die mich bei der Erfüllung meiner Aufgabe unterstützen werden. So, mehr haben wir nicht, ne? Also wir haben einmal die Charaktere, wir haben die Quests, die Hinweise und wir haben das Tagebuch. Alles klar. Gut, ich fühle mich schon mal sehr wohl in dieser Welt. Mag Rollenspiele. Und es lässt sich, glaube ich, ganz gut mit dem Gamepad spielen. Also ich will jetzt keine Vergleiche an... Natürlich, ich muss eigentlich Vergleiche anstellen, ich bin halt keiner, der es rezensiert, aber es fühlt sich halt an wie The Witcher. Direkt. Und ich habe auch ein Schwert. Also vielleicht gibt es ja auch Kämpfe. Mal sehen. Aber ich mag nur nicht, dass er direkt so losrennt. Beten. Bete mit LT und RT. Ja, es ist toll, dass es nicht mit PlayStation angezeigt wird. Um Orte zu sehen, die für dich von Interesse sind. Das Gebet leitet dich, indem es einen Lichtstrahl auf dein nächstes Ziel wirft. Er betet in Latein oder auf Latein. So, was haben wir denn hier? Es sieht auf jeden Fall schön aus. Also es ist gut. Die Level sind schön zusammengebaut. Fülle deine Gebetsenergie auf, indem du mit einem Schrein interagierst. Meine Gebetsenergie. O Herr, bewahre mich vor der Sünde der Barmherzigkeit. Das Kabel stört ein bisschen. Beats Magic. Okay. Besuche den Jahrmarkt. Anstatt ein Lichtstrahl führt mich dahin, aber. Oh, guck mal, ich kann während des Gehens beten. Okay. Was? Preiset sein blutiges Schwert. Machst du für den Aufstand? Preis ist ein blutiges Werk. Weißt du, ich bin... Bittet, ich sag das ja öfter mal, ich will es keinem schlecht reden, aber ich bin jetzt kein Fan von Religion. Der Barmherzigkeit. Weil immer diese... Ja, diese Drohung davor, dass dir was Böses passiert, wenn du nicht ein guter Mensch bist und dann nicht betest und nicht gläubig bist. Das vermiest es mir und wahrscheinlich auch vielen anderen so ein bisschen... Man kann Religion ja auch zelebrieren und muss nicht immer Angst haben vor so einem wütenden Gott, der einen dann für alles peinigt, was man falsch macht. Gelegenheit zu einem Gespräch mit Gott nicht ungenutzt lassen. Okay. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie das Spiel ist und was uns so erwartet. Ich werde jetzt mal so eine Stunde ein bisschen mehr anzocken. Oha, du kleiner... Bei den Nägeln und Dornen. Er hat mir mein Schärfsten gestohlen.
Kann ich denn? Oh ja, ich kann rennen mit dem Stick. Wow. Quicktime Events. Okay. Was? Was? Ich komm da nicht rüber. Hä? Ich muss außen rum wahrscheinlich. Na toll, ich dachte, ich kann da drüber springen. Ich glaube nicht, dass ich noch erwische, ha? Huh? Oh, danke. Hetze. Gut zu wissen, dass man nicht springen kann. Oh, der ist aber ganz schön schnell, der Kleine. Kannst du es wagen, Inquisitor zu beklauen? Guck mal, wie der rennt. Sag mal. Ich hatte ihn schon fast gehabt. Oh. Hey, der ist aber auch flink. Er ist nach rechts. Der verfluchte Knabe ist entkommen. Das gibt's doch nicht. So sei es. Ich erwische ihn schon noch. Das gibt's doch gar nicht. Wo ist jetzt der Jahrmarkt? Habe ich eine Karte? Nee. Boah, das regt mich jetzt auf, dass ich da... Hätte ich ihn erwischen können? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich schon. Wie kann der einen Inquisitor beklauen? Schon sehr frech. Ach, da ist der Lichtstrahl. Ah, okay. Okay, das ist echt riesig, dieses Königsstein. Na gut, dann gehen wir halt auf den Jahrmarkt. Jetzt kann ich mir nicht mal Zuckerwatte holen, ne? Kein Geld. Bin ich schon sehr dreist. Da? Ja, da. Also ich finde es halt, wie gesagt, sehr schön gebaut alles. Es sieht sehr authentisch aus. Ich habe keine Ahnung, wie es damals im 16. Jahrhundert so war. Ach, guck mal, hier ist ein Wegweiser. Durch die Interaktion mit Wegweisern erfährst du, wo in der Stadt Orte von Interesse liegen. Aha. Hafen, der Markt ist hier. Durch die Tür. Gasthaus, Kathedrale, Palast der Gräfin, Docks, Kai, Bordell, Fischmarkt. Oh, Bordell. Könnt mal auch mal vorbeigehen. Und Arena. Aber wir sind ja ein Mann Gottes. Ist bestimmt verboten. Ja, da ist auch das Schild. Aber das ist so ungewohnt. Ich würd gerne die PlayStation-Knöpfe haben, aber ich glaube, das kann man nicht einstellen. Naja. Ist halt immer noch alles auf das Xbox-Pad so ein bisschen gemünzt. Warum ist das eigentlich so geknickt, das Kreuz? Ist das nur für das Spiel? Oder war das damals wirklich so... Keine Ahnung. Ah. Huh. Ja, das wird ein Wegweiser weiter zum Markt. Das ist echt eine riesige Stadt, Königstein. Krass. An alle Wagemutigen, die keine Herausforderung scheuen. Wir veranstalten ein Turnier, um die Gunst der Königin des letztjährigen Mummenschanzes zu gewinnen. Der Gewinner hat die Ehre, die schöne Liliana während des Mummenschanzes zu unterhalten, der morgen wie üblich nach dem Vespergottesdienst beginnt. Jeder kann sein Glück versuchen. Die Teilnahme kostet nur einen Silberengel. Greift in eure Taschen! Das gesammelte Geld wird für den Bau eines neuen Denkmals für den siegreichen Christus verwendet, das majestätisch genug ist, um die Pfutscharbeit von Schwibus in den Schatten zu stellen. Sieh an, der Inquisitor persönlich beehrt uns mit seiner Anwesenheit. Ich freue mich, euch zu sehen, Meister. Ich bin Guido von Herzen, Bürgermeister der Stadt. Sehr erfreut, Bürgermeister. Wie ist euer Name, Meister? Mortimer Madadin. Mortimer? Das werde ich mir merken.
Gesandte des Heiligen Offiziums besuchen uns nicht oft. Ich hoffe, Hauptmann Bertram hat euch gebührend empfangen. Er ist Soldat durch und durch. Er scheint zuweilen unverblümt und rüpelhaft, doch habe ich noch keinen besseren Soldaten getroffen. Sein Verhalten war angemessen für einen Kommandanten. Er machte euch keine Schande. Ausgezeichnet. Ich werde gerne später mit euch sprechen, aber jetzt muss ich mich um eine bestimmte Angelegenheit kümmern und natürlich um das Turnier. Ich möchte euch nur für eure Hilfe bei der Suche nach dem Vampir danken. Wenn ihr mir wirklich danken wollt, dann nehmt an dem Turnier teil. Ihr würdet Geschäft und Vergnügen vermischen. Ich sollte meine Zeit nicht mit unnützen Späßen vergeuden. Obwohl, da es um ein Monument für den siegreichen Christus geht. Setzt meinen Namen auf die Liste. Ich bin so glücklich. Die anderen Teilnehmer sahen unerträglich langweilig aus. Aber ihr seid etwas anderes. Das ist mir sofort aufgefallen. Ja. Ich bin wahrlich nicht gewöhnlich. Ihr seid der König des Mummenschanzes. Also ist es wichtig, dass ihr auch die richtige Kleidung tragt. Nicht weit von hier gibt es einen Händler, bei dem ihr ein Kostüm kaufen könnt. Kauft euch eins. Auch wenn es nur eine Maske ist. Ich kümmere mich um meine Besorgungen. Wir sehen uns später. Ja, der Blick in den Ausschnitt, warum auch immer der so da jetzt drin war. Die Teilnahme am Turnier ist freiwillig. Wenn du die Spielmechanik erlernen willst, finde 3 Wettkampforte und erfülle Aufgaben. Ja, warum nicht? Okay, guck mal in mein Notizbuch. Haben wir noch was Neues? So, Hinweise. Schersken. Die Geheimwaffe der Inquisitoren kommt als Pulver daher. Das Rezept ist ein streng gehütetes Geheimnis. Schersken. Okay. Oh, was haben wir denn da Neues? Oh. Erstmal Liliana. Liliana ist, scheint eine selbstbewusste Kokette zu sein. Und ihre Schönheit lässt sich nicht leugnen. Es wundert kaum, dass man sie zur Königin des Mummenschanzes erkoren hat. Ich wette, dass die meisten Männer bei ihrem Anblick zu sabbern anfangen. Sicher träumen sie alle davon, sie beim diesjährigen Mummenschatz zu eskortieren. Doch diese Ehre ist demjenigen vorbehalten, der das Turnier beim Jahrmarkt gewinnt. Und Guido von Herzen. Guido von Herzen ist der Bürgermeister von Königstein. Er scheint ein gutes Herz zu haben. Okay. Der kleine Dieb. Ein in Lumpen gekleidetes Kind erscheint aus dem Nichts und stahl meinen Beutel mit Schersken. Aha. Okay, also Schersken ist wohl die Währung. Ich weiß, ist das akkurat geschichtlich? Ich kenne mich da nicht. Ne? Ach, verdammt. Ich ließ mich überrumpelt wie ein kleines Kind. Durch meine Unachtsamkeit habe ich mein Schersken verloren. Hoffentlich bekomme ich es zurück. Aber das ist ja das Pulver, das war ja gar kein Geld dann, oder? Finde eine Nadel im Heuhaufen. Nicht zu fassen, dass ich mich in dieses groteske Turnier habe hineinziehen lassen. Der Bürgermeister verstand es, mich zu überreden. Jetzt suche ich nach einer Nadel, die irgendein Narr in einem Heuhaufen versteckt hat. Wie soll mir das gelingen? Trage den Pfahl zum angegebenen Ort. Der Pfahl wirkt schwer und sperrig. Ihn senkrecht zu halten verlangt ebenso viel Kraft wie Geschicklichkeit. Besiege den Fechtmeister. Ich werde es nicht leicht haben mit dem Fechtmeister. Zum Glück ist es ein Kampf mit Holzschwertern. Ich kann es noch einmal versuchen, falls ich scheitere. Finde den Kostümstand. Was sagt man dazu? Ich werde der König des Mummenschanzes sein. Ich hoffe, der Händler, der auf dem Markt Kostüme verkauft, hat etwas Geeignetes für mich. Ich muss seinen Stand finden. Okay. Das kann man machen. Mummenschanz. Was haben wir hier? Hier gibt es ein Puppenspiel. Auf Golgatha angekommen, blickte der Centurio, der die Legionäre befehligte, auf Jesus und sprach: Steig auf das Kreuz, das ich für dich aufgestellt habe. Jesus gehorchte dem Befehl, denn er wollte nicht, dass die Arbeit des Centurios umsonst gewesen wäre. Allerdings war seine Zeit am Kreuz nur kurz. Es ist ziemlich ungemütlich hier oben. Er sehnte sich nach seiner Freiheit, also brach er das Patibulum und sprang zu Boden. Du hast mein schönes Kreuz zerstört! Das wirst du büßen! Der Centurio stürzte sich mit dem Schwert in der Hand auf den Messias, aber Jesus ließ ihn nicht zuschlagen. Wer das Kreuz erhebt, stirbt durch das Kreuz. Er ergriff den gebrochenen Arm des Kreuzes und schlug zuerst zu. Okay. Tiberius wurde zornig, als er das erfuhr. Er beschloss, sich persönlich um Christus zu kümmern.
Du hast meinen treuen Diener getötet. Das wird dich deinen Kopf kosten. Das schwöre ich. Hier ist meine Bezahlung. Jesus schnappte sich das Schwert des Centurios und schlug Tiberius den Kopf ab, womit der Schwur und die Zahlung mit diesem Kopf erfüllt waren. Was? Okay. Der Kaiser ist tot. Lang lebe Jesus, der Siegreiche, unser Herr und ewiger König. Jesus, der Schlechter. Und so hat Christus den Thron des Reiches erobert. Okay. Jesus Christ Superstar. Ach, hier kann ich fechten, hä? Endlich ein Gegner. Ich war schon dabei, Wurzeln zu schlagen. Endlich. Die sehen aber recht zerbrechlich aus, diese Holzschwertchen. So, wie geht das jetzt? Leichter Angriff? Ah, leichter Angriff ist schnell und, es ist schwieriger, ihnen auszuweichen. Nutze sie gegen langsame Gegner zu deinem Vorteil. Aber Vorsicht! Sie können pariert werden und Mortimer oder den Gegner für eine Weile taumeln lassen. So, blocken. Ist hilfreich, um dir Luft zu verschaffen. Mit Blocken kannst du leichte Angriffe abwehren. Aber auch... Aber wenn du einen schweren Angriff abblockst, kann Mortimer oder der Gegner für eine Weile taumeln. Gut. Okay, es sieht echt gut aus, die Kämpfe. Schwere Angriffe sind langsamer, tödlicher, aber leicht zu parieren. Verwende sie gegen taumelnde oder langsame Gegner. Wenn du einen schweren Angriff blockst, kann Mortimer oder der Gegner für eine Weile taumeln. Sacre bleu! Ausweichen ist nützlich, um Schaden zu vermeiden, kann aber auch zur Abstandsgewinnung verwendet werden. Aua. Soll das etwa Ausweichen sein? Der schlägt echt schnell zu, ne? Gut. Perfekte Parade. Ist ein wichtiges Manöver, das die Gegner taumeln lässt und eine Öffnung für weitere Angriffe schaffen kann. Eine perfekte Parade wird ausgeführt, wenn der Gegner gerade einen Treffer landen will. Der Feind taumelt dann und macht Platz für einen weiteren, für weitere Angriffe. Yeah. Merde. Merde. Incroyable. Na komm. Machst du mal was? Oh. Pathetik. Pathetik. Ey. Nein. Genug. Zeit für einen echten Kampf. Okay. Merde. Was war das denn? Ich treffe selten auf bessere. Ihr habt mir eine wertvolle Lektion erteilt. Ich danke euch. Okay. Also das erste haben wir schon mal geschafft, ja? Das war jetzt nicht sehr schwer. Siege den Fechtmeister. So. Einfach mal weggeballert. Er hat sich gar nicht mal gewehrt. Oh, was gibt's denn hier? Sind das Kerzen? Kann sein, ja. So. Ja, es ist... Es läuft eigentlich ganz gut, auch wenn die... mich beraubt hat. Frames so ein bisschen runtergehen. Du frecher Sack. Ein Dieb! Er ist da lang! Er hat meine Geldbörse! Wo ist er hin? Okay, der ist schon wieder weg, hä? Boah, dieser kleine... Dieser Drecksbengel. Verfolge den Dieb. Da ist er wieder, dieser Dieb. Vielleicht gelingt es mir dieses Mal, ihn zu schnappen. Aha. Ich kann ihn riechen. Das ist ja echt wie The Witcher. Der kleine Rotzlöffel riecht nach fauligem Fisch. Da war er. Oh nein. Er ist schon wieder weg. Der Schuft muss in Parfum gebadet haben, damit ich den Geruch verliere. Okay. Ist er das? Ist er den Gestank losgeworden? Hä? Hab dich! Das ist er nicht.
Lasst mich los! Das tut weh! Zeig mir erst deine Hand. Was hast du aus dem Wagen genommen? Es ist nur ein Apfel. Wie heißt du eigentlich? Und wo sind deine Eltern? Ich heiße Amelia. Und meine Eltern und Geschwister sind tot. Sie starben alle vor 2 Jahren an der Pockenplage. Okay. Und wer kümmert sich jetzt um dich? Niemand. Niemand? Ich brauche niemanden. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Indem du stiehlst? Ich war hungrig. Du wirst dir nicht mit irgendwas den Bauch vollschlagen. Was wollt ihr mit mir machen? Mich den Wächtern ausliefern? Ja. Direkt. Ja, komm. Das ist ein Kind, verdammt. Gib den Apfel zurück und verschwinde. Sie ist ganz alleine. Aber sag nicht, dass du ihn gestohlen hast. Sag besser, dass er von seinem Wagen gefallen ist. Dann geh und iss dich satt. Bin netter. Sie sieht aber aus wie der Dieb. Sie sagt nicht mal Danke. Geh zum Kostümstand zurück. Ich will erstmal den Pfahl tragen, glaube ich, oder? So, ja, das war's. Anstelle des Diebes habe ich ein kleines Mädchen namens Amelia gefangen, aber das macht nichts. Es ist Zeit, zum Kostümstand zu gehen und etwas für den Mummenschanz zu kaufen. Oh, auch sie ist auch wichtig anscheinend. Das Mädchen ist offenbar eine Waise. Vermutlich lebt sie von dem, was sie auf der Straße findet oder stiehlt. Sie ist ein lebhaftes Kind und viel mutiger, als ich es in dem Alter war. Fauliger Fischgestank. Der kleine Dieb stinkt nach altem Fisch. Der Gestank sollte mich zu ihm führen. Oder auch nicht. Aha, ich sehe alle wichtigen Personen, ja. Das ist ja interessant. Da liegt ein Zettel. Eine Liste der Verurteilten, denen die Ehre zuteil wird, während des Festes des siegreichen Christus enthauptet zu werden. Alwin Hornmacher wegen Verletzung der Würde unseres hochverehrten Kardinals Ansgar von Niedrig. Egbert Langer wegen zweifachen Totschlags. Ja, okay, das kann man verstehen. Leonard Sulch wegen Straßenraubs, auch das kann man verstehen. Erik Krause wegen Übergriffigkeit im Dirnenhaus. Übergriffigkeit im Dirnenhaus, okay. Das. Franz Maucher wegen Fahnenflucht. Okay, alle Hinrichtungen werden durch den obersten Scharfrichter Roland durchgeführt werden, der für seine ruhige Hand und die leidenschaftliche Ausübung seiner Kunst berühmt ist. Leidenschaftlich. Das heißt, er bringt sehr gerne Menschen um. Das ist interessant. An vielen Orten im Königreich, in Königstein findest du Sammelobjekte in Form verschiedener Notizen oder Briefe. Je mehr du davon findest, desto mehr Extras bekommst du. Die Extras werden im Hauptmenü verfügbar. Das ist ja interessant. Hochinteressant. Ach, hier muss man den Stamm tragen, okay? Ihr müsst den Pfahl anheben. Ihn senkrecht zum Ende der weißen Linie bringen und ihn dann in das Loch dort stecken. Wenn ihr den Pfahl auf dem Weg fallen lasst, müsst ihr wieder von vorn anfangen. Okay, was wiegt das Teil? Ich würde sagen 60, 70 Kilo vielleicht? Mach hinne! Ne, er kann's nicht. Aber so kräftig sieht er jetzt auch nicht aus, muss ich mal sagen. Okay. Oha. Oh, oh. Die Quicktimes sind jetzt nicht besonders schwer, aber irgendwie ist ja auch ganz nett gemacht, ne? Oh, oh. Kräftiges Bürchen, auf jeden Fall. Bürschchen. Der Mordemar. Das war einfach. Das war einfach. Ja, wie viel wird denn das sein? Ich weiß es nicht, aber jetzt, ja. Ach, der von Herzen. Die Stadtkasse muss wohl leer sein, wenn ihr das Geld persönlich auftreiben müsst.
Nein, Meister Madadin, so schlimm ist es auch nicht. Das Feiertagsturnier und die Spendenaktion sind einfach alte Bräuche. Leider verarmen die Bürger Königsteins immer weiter. Es gibt immer weniger Wagemutige, die mitfeiern wollen. Und in diesem Jahr ist unser Ziel wirklich hochgesteckt. Ich bin mir jedoch nicht sicher, ob die Mittel ausreichen, die wir aufbringen können, um es zu erreichen. Sicherlich wird der Kardinal eure Finanzen aufbessern. Schließlich geht es hier um den Bau eines Denkmals für den siegreichen Christus. Ach, ich wünschte, ich könnte das glauben. Leider setzt seine Eminenz Großzügigkeit mit Verschwendung gleich. Ich finde es übrigens sehr schön, dass es alles sehr deutsch wirkt. Also, ja, hört sich jetzt komisch an, aber ich finde, das macht es halt sehr sympathisch, weil es vielleicht auch so ein bisschen die Kultur widerspiegelt von damals. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, inwieweit das jetzt authentisch ist, aber naja. Ich drücke immer die falsche Seite. Wir haben nichts Neues. Okay, dann hier zum Kostümstand zurück. Ich muss auf den Mummenschanz kaufen. Oh, das ist gemein, dass man mit den Leuten am Pranger hier solche Sachen machen darf. Hey Kinder, habt ihr Gerede über einen Vampir gehört? Ein Vampir? Was ist denn das? Ein Ungeheuer. Oma sagt, es hat lange Reißzähne und kann fliegen. Und es trinkt gern Blut. Blut? Wie wo? Blut? Um lange zu leben. Oh, also ist mein Opa vielleicht ein Vampir? Er muss hunderte von Jahren alt sein. Wieso lacht ihr? Okay. Ich weiß gar nicht, wie hoch war denn die Lebenserwartung damals? Ich schätze mal so 60 Jahre vielleicht? Wir hatten nicht so eine gute Gesundheitsversorgung wie wir heute oder Krankenversicherung. Ich glaube, wenn du dir da was getan hast, dann bist du relativ aufgeschmissen gewesen, wenn du kein Geld hattest. Finde eine Nadel im Heuhaufen. Nee, ich gehe noch nicht zum Kostümstand. Ist das der Kostümstand? Nee, ich weiß es gar nicht. Oh, was hat er denn hier? Das ist der Inquisitor. Das war der Kostümstand, verdammt. Willkommen, Meister Inquisitor. Schickes Hütchen. Was kann ich für euch tun? Inquisitor? Ach, dann sind wir ja Kollegen. Mein Name ist Roland, Meister Scharfrichter. Aha. Der das sehr leidenschaftlich macht. Wir sind keine Kollegen. Ich bin nett. Komm. Mordimer Madadin, lizenzierter Inquisitor im Dienste des Bischofs von Hesselsron. Wenn ihr Hilfe braucht, kommt zum Verlies. Ich habe dort ein paar Spielsachen, die euch die Arbeit sicher leichter machen. Spielsachen. Nun, Händler. Ihr habt genug meiner Zeit verschwendet. Habt ihr etwas für den Scharfrichter? Ist ein netter, glaube ich. Hier sind die Maske und das Kostüm des fidelen Scharfrichters von Tianon. Der Schlechter, der vor ein paar Jahren von der Bildfläche verschwunden ist? Er war ein Teufel, also haben ihn die Teufel unter die Erde gezerrt. Bestimmt tanzt er gerade in der Hölle, während wir hier sprechen. Papalapap! Verpiss dich, oder ich verpasse dir eine Tracht Prügel. Wie ist der denn drauf, Alter? Wie kommt die Maske des fidelen Scharfrichters von Tianon an den Stand eines Händlers? Seht sie euch an, Inquisitor. Wunderschön, nicht wahr? Ja, wenn du es so hältst, kann ich sehr gut sehen. Oh, was ist jetzt los? Jetzt erwacht Jesus in ihm. Zerstörend. So ein bisschen. Es ist schon eine Weile her, dass ich eine Vision hatte. Warum sollte Christus mir jetzt eine schicken? Was wollte er mir sagen? Was ist mit euch, Inquisitor? Ihr scheint um Worte verlegen zu sein.
Ich wette, ihr würdet gerne das Kostüm des fidelen Scharfrichters für euch kaufen. Nichts da. Ich war zuerst hier. Verdammter Scharfrichter. Er bezahlte mit Gold, das er von einem auf dem Schafott bekam. Ich sah, wie der Ärmste mit einer Münze um einen sauberen Schnitt bettelte. Wie meint ihr das? Hat er nicht 3 Schwinge gebraucht, um den Mann zu enthaupten? Der Schlächter schwelgt in Grausamkeit. Angeblich hat er seinen Posten als königlicher Scharfrichter verloren. Es ist besser, du nimmst dir das Leben, als dass er dich in die Finger kriegt. Aha, dachte ich mir schon, dass er so einer ist. Woher habt ihr die Tracht des fidelen Scharfrichters von Tianon? Ich kannte ihn und weiß, dass er das Narrenkostüm für ein schändliches Symbol der Entartung und Brutalität hielt, weshalb er es versteckte. Keiner wusste, wo es war. Ich habe es gekauft, Meister. Wo? Und von wem? Sprecht! Eine alte Frau hat es mir verkauft. Ich traf sie auf dem Weg durch den Wald. Diese Jesusmasken. Ich sah, wie ihr Hund das Gewand des fidelen Scharfrichters ausgrub. Da ich den Mann schon oft gesehen hatte, erkannte ich die Maske sofort. Ich habe gut dafür bezahlt. Der Schurke hat etwas zu verbergen. Ich kann es spüren. Er ist anscheinend, hat eine gute Intuition wahrscheinlich, denke ich. Du kannst aufdecken, was hinter dem Schleier verborgen ist. Diese Objekte können für deine Ermittlungen nützlich sein. Hinweisbeschaffung. Ja, aber ich will erstmal noch das hier in die Umwelt. Ich bin, okay, warte mal. Ich sollte mich am Start des Händlers umsehen. Nee, ich will jetzt erstmal das andere machen. Mit der Nadel im Heuhaufen. Was ist das hier? Nee, das war der Fechtmeister. Nein, kann ich jetzt etwa nicht mehr die Nadel? Wer ist das denn? Das ist diese Bank hier? Lauschen! Lauschen hilft dir, benötigte Informationen zu bekommen. Such dir einen geeigneten Ort, um mit dem Lauschen zu beginnen. Ich weiß nicht, ist das alles so redlich? Leute belauschen? Oh, was ist denn Gutes? Rott. Lauschen anvisieren. Um mit dem Lauschen zu beginnen, such dir ein geeignetes Ziel aus und visier es an. Habt ihr Helders Milchkannen gesehen? Ja klar, so große habe ich noch nie gesehen. Ich habe gehört, sie bumst gerne, aber nur auf die spanische Art. Was ist denn das für eine Art? Ja genau. Keine Ahnung, ich war noch nie in Spanien. Ich wette, man muss sie an den Kannen packen, wie ein Stier bei den Hörnern. An den Kannen packen. Okay. Ist wieder gut. Warum wurde dieser Kerl geköpft? Es heißt, er habe besoffen auf die Stiefel seiner Eminenz gepinkelt. Gut, dass er nicht reingeschissen hat, sonst hätten sie den armen Kerl gefoltert. What the fuck? Das finde ich halt super geil. Das ist sehr authentisch. Also, was? Ich kann von da bis da hören? Okay. Ihr meint den Lückenbeißer, Didi? Hab ich nicht gesehen. Eben war er noch hier. Da! Er hat sogar etwas Mehl zurückgelassen. Der Lückenbeißer, Dieter. Muss hier mal den Kannen packen wie ein Stier an den Hörnern, Alter. Bete um Gerüche oder Fußabdrücke zu erkennen. Die riechen bestimmt alle sehr gut hier, die Leute. Ich glaube, damals gab es wahrscheinlich nicht so die Hygiene wie heute. Oder die Möglichkeit, halt zu duschen oder so. Ah, da ist noch was. Was haben wir denn hier? Sehr geehrte Einwohner von Königstein, wir möchten euch bitten, von jeglichen Eingriffen in die Sanierung des Wohnhauses abzusehen. Der Bauunternehmer ist sich eurer Bemerkungen und Nachfragen bewusst und spöttische Rufe in Richtung der Arbeiter werden den Fortschritt nicht beschleunigen. Das Betreten der Baustelle und des Gerüsts ist verboten. Es kam bereits zu 4 tödlichen Unfällen, 7 Bürger wurden verletzt und eine Person ist verschwunden. Alter, wir alle wünschen uns, dass die Arbeiten schnellstmöglich zu Ende gebracht werden können. Das Bewerfen der Bauarbeiter mit Eiern oder Tomaten, das Zurufen von Beleidigungen wie Trottel, Taugenichts oder Deppen sowie das widerrechtliche Betreten der Baustelle werden durch die Stadtwächter schärfstens geahndet.
mögliche Strafen schließen die Einkerkerung sowie körperliche Züchtigung ein. Stell mal vor, heutzutage wäre das so. Alter. Theobald Schmatke, Sekretär des Bürgermeisters Guido von Herzen. So ein bisschen Züchtigung wird manchen Leuten, glaube ich, heute gar nicht so schlecht tun, weil... Naja. Er ist natürlich so Spaß. Ich finde ja körperliche Gewalt echt scheiße. Was ist das denn? Das ist Mehl? Hat er die ganze Zeit Mehl hier verloren? Ach, warte mal, liegt noch was. Bier ist gesünder als Wasser. Ist viel gesünder als Wasser. Trinkt und erfreut euch am Geschmack. Ich glaube, das könntest du heute Leuten auch erzählen, die würden das abnehmen. Mönchsbier mit Kräutern und Honig. Ein Silberengel. Oh, das hört sich schon irgendwie geil an mit Honig, ne? So ein bisschen Met. Ausgezeichnetes Bier aus der Brauerei des Benediktinerklosters östlich von Königstein. Intensiver Kräutergeschmack mit einer Spur von Honig. Oh, geil, ey. Landeibier, stark und vollmundig. Ein Silberengel. Ein exquisites Gebräu aus dem kleinen Dorf Tinietz, das in einer Brauerei entsteht, die vom örtlichen Bauern gegründet wurde. Sehr trüb, steigt ebenso schnell zu Kopf wie die Schönheit einer jungen Maid. Liliana-Bier mit Kräutern und Blüten. Ein Silberengel. Gebraut zu Ehren der schönen Liliana, der Königin des Mumpenschanzes. Kräftig im Geschmack mit einer blumigen Note. Ideal für eine Maid, die auch für den männlichen Gaumen... Was? Doch auch für den männlichen Gaumen eine Wonne. Ich find das voll toll, irgendwie, wie das alles geschrieben ist und auch ein bisschen derbe. Sie bumst am liebsten in der spanischen Stellung. Ist das Blut? Nee, das ist hoffentlich Wein. Oha. Da wurde aber jemand verdroschen, hä? Was ist passiert, Junge? Was? Seht ihr das nicht? Drei Nichtsnutze haben mich nahe dem Marktplatz überfallen. Sie schlugen mich blutig und raubten mich aus. Beim Schwert des Herrn, was machst du denn hier? Alle suchen nach dir. Ich habe kein Mehl, Herr Bürgermeister. Ich wurde auf dem Weg vom Markt überfallen. Sie haben das Geld, die Säcke und sogar die Schubkarre genommen. Verflucht! Und ein Zahn. Diese Hurensöhne sollen sich blutig scheißen. Verzeiht meine unflätigen Worte, Meister. Da versucht man etwas für die Stadt zu tun, hat hehre Ziele, aber man kann einfach nicht gewinnen. Nun gut. Ich finde das toll. Wirklich, das ist... Aber das muss man doch irgendwie feststellen können, wo die hingegangen sind mit dem Karren. Was ist denn hier los? Kann ich da auch looten, so wie in The Witcher, so ein bisschen Sachen einsammeln? Naja, wahrscheinlich... Ja, ich bin ja Mann der Kirche, ne? Also ich denke mal nicht, dass ich jetzt irgendwie... in fremde Häuser gehen und Sachen einsammeln kann. So, wo ist denn jetzt hier der Heuhaufen? Ich will die schöne Liliana bezirzen. Vielleicht kann ich die auch mal bei den Kannen packen. Was ist so? Oh, da ist noch ein Brief. Oder was auch immer. Inquisitor, ich habe euren Silberengel für einen guten Zweck eingesetzt. Er hat sich ein Hühnchen gekauft. Gekauft statt Essen? Ich habe ihn am Stand mit den Masken gesehen. Der Sohn des Händlers hat ihn schrecklich gequält. Ich konnte nicht wegsehen. Den kann man auch essen. Er sieht aus wie das Tier aus meiner Vision. Wie heißt er? Weiß nicht. Hab ihm noch keinen Namen gegeben. Wie wäre es mit Freund? Ja, das passt zu ihm. Und ich glaube, er mag es. Was sagst du dazu, Freund? Im Ernst? Pass gut auf ihn auf. Keine Sorge, Inquisitor. Er wird bei mir glücklich sein. Komm, Freund. Ich hatte recht. Es ist der Hund aus der Vision. Ich frage mich, wie er am Stand des Händlers gelandet ist. Vielleicht erfahre ich es in der Unwelt. Die Unwelt. Okay. Oha. Zutatenliste, 1 Pfund geräucherter Schweinebauch, 1 Pfund Rindfleisch und so weiter. Zubereitung, Tag 1. Schweinebauch in mundgerichte Stücke schneiden und in einen großen Kochtopf mit dickem Boden geben. Bei niedriger Hitze anbraten, geschnittenes Rind, Schweine und Kalbsfleisch hinzugeben. Mit Salz und Pfeffer würzen und bei mittlerer Hitze kochen lassen. Gelegentlich umrühren. Hitze hochdrehen und das Sauerkraut portionsweise unterrühren. Ohne Deckel weiterkochen lassen. Pilze und Kräuter hinzugeben, mit heißem Wasser aufgießen und sprudelnd kochen.
Zugedeckt etwa eine Stunde kochen, dabei gelegentlich umrühren, abkühlen lassen und kalt stellen. Ich meine, ich mag Sauerkraut, aber das hört sich alles als Mischung. Kraut ein Topf erhitzen, etwa eine Stunde kochen, erneut abkühlen lassen und kalt stellen. Pflaumen waschen und kleinschneiden, Äpfel schälen und kleinschneiden und zusammen mit den Pflaumen in den kochenden Krauteintopf geben. Etwa, ich schätze mal, eine Stunde lang kochen, nach einer Stunde vom Herd nehmen und servieren. Guten Appetit. Okay. So, da sind ja überall diese Wegweiser. Warte, wo ist das denn? Hier. Ah, da muss ich die Nadel im Heuhaufen. Sehr gut. Es ist halt wortwörtlich so. Es gibt eine Nadel, die irgendwo im Heu versteckt ist. Ihr müsst sie finden. Ach komm, mit Jesus. Mit Jesus kriegen wir das hin. Ihr könnt die Werkzeuge benutzen, die ihr auf dem Tisch seht. Ist das dein Ernst? Das ist wirklich ernst gemeint. Diese Aufgabe ist völliger Blödsinn. Was soll ich wählen? Das Sieb? Alexander der Große hat sich nicht die Mühe gemacht, den gordischen Knoten zu entwirren. Er hat ihn einfach durchgeschnitten. Soll ich das Heu mit meinem Schwert zerhacken? Verbrennen. Seid ihr irre? Es ist nur ein Heuhaufen, nicht euer bester Freund. Eine Lupe. Die Sonne scheint. Nehmt die... Und was willst du hier, hm? Weg mit dir. Mach schon. Die Lupe natürlich. Die Lupe. Naja, ich hätte jetzt ehrlich gesagt das Sieb genommen, weil ich weiß ja nicht, ob das so cool ist, wenn ich jetzt einfach Heu abfackle hier. Dax meinte wahrscheinlich die Lupe. Sie hatte recht. Es wäre am einfachsten, das verdammte Heu zu verbrennen. Das ist hier aber kein geschützter Bereich. Am Ende setze ich damit noch Wohnhäuser in Brand oder so. Deswegen habe ich ja gesagt, wäre es keine gute Idee, die Lupe, aber... Was weiß ich schon. Na gut. Oh, es dampft schon. Am Ende fängt er eben auch noch Feuer, der Typ. Oh. Man kann es übrigens mit den Quicktimes, glaube ich, ausstellen. Da ist sie. Feuer! Hab ich ja... Guck mal, die Bäume haben gerade Feuer gefangen, die außenstehenden Heuballen auch nicht. Habe ich jetzt geschafft? Habe ich jetzt alles? Fange den Händler, fange den Dieb, verfolge den Dieb. So, ach, hier waren die auch noch die Quests. Ich habe alles geschafft. Liliana, wir trinken jetzt ein Bierchen, mein Silberengel. Wo ist sie denn? Hä? Da war da eben ein Interaktionspunkt. Wo ich denn jetzt hin dafür? So, ich stelle mich mal hier drauf und verkünde allen, dass ich den Wettkampf gewonnen habe. Warum ist da schon wieder Blut? Ach, das ist der Richtblock. Da werden die Leute hingerichtet. Ja, ist halt ein Spaß für alle, ne? Das ist einfach mal jemand, der Kopf abgehackt wird. Offensichtlich. Bürgermeister! Wo ist sie? Schade. Muss ich halt jetzt in die Umwelt, hä? Das ist schon fast eine Stunde rum und ich habe echt Spaß, Leute. Ich muss sagen, mir gefällt das außerordentlich gut. Wie gesagt, kommt ja am 8. raus. Dies ist ein guter Ort für eine Reise in die Umwelt. Okay, ich frage mich halt echt, was das bedeutet. Aber wir werden es wohl jetzt erfahren. X. Was ist die Umwelt? Das ist ja echt geheimnisvoll alles. Finde ich super. Und die Sprache? Also, das ist toll. Vater, das ist unser aller König. Nimm uns unsere Schwäche, damit wir nicht vergeben unseren Schuldigern. Und ziehe das Böse aus der Finsternis, damit wir es in deinem Namen besiegen können. Das liebe ich halt so auch so an Piranha-Bytes-Spielen, dass die so kein Blatt vor den Mund nehmen. Okay, Hebräer 13,2, gastfrei zu sein. Was? Ist egal. Oha. Hier in die Umwelt. Okay, ich mach mal kurz gleich eine Pause hier. Ich muss gleich was anrufen. Ich mach dann ein bisschen länger den Part, sagen wir es mal so. Du bist in die Umwelt gekommen
um die Wahrheit aufzudecken. Dein Leben hängt von dem Licht ab, das von dir ausgeht. Wenn du es verlierst, stirbst du. Neuer Tagebucheintrag. Ich kann das Tagebuch nicht öffnen. Was ist da los? Nee. Drei Splitter. Also Leute, ich finde dafür, dass es aus Deutschland kommt, ist das richtig geil. Ich hätte damit nicht gerechnet, ich habe davon nichts gelesen. Aber leider so die Optik ist sehr schick, es ist nicht High-End, aber ich finde dann auch die Dialoge extrem gut geschrieben. Ich bin gespannt. Also ich glaube, ich werde es definitiv weiterspielen auf dem Zweitkanal. Okay. Es ist halt der deutsche Witcher. Ich weiß nicht, der deutsche Inquisitions-Witcher. Aha. Splitter. Die Lichtstrahlen, die während des Gebets sichtbar sind, zeigen dir die Standorte der Splitter. Wenn du sie alle sammelst, wirst du Visionen des Heiligtums erleben. Ist halt nur nicht so wirklich mit Magie, sondern mit Holy Holy. Ich weiß nicht. Holy Magic. Ja, ich kann das Tagebuch hier leider nicht öffnen. Keine Ahnung, vielleicht liegt es an der Umwelt. Das sieht so abgefahren aus, alles. Aha. Ist das so ein bisschen wie Lords of the Fallen, dass ich hier aufpassen muss, was ich mache? Der Lichtquell ist ein Ort, an dem du dich verstecken kannst. Aktiviere ihn, um Licht aus ihm zu extrahieren. Dadurch wird eine Barriere geschaffen, die der Arta nicht durchdringen kann. Außerdem regenerierst du dein Licht. Der Arta. Okay. Ah, wenn du stirbst, wirst du am Lichtquell wiedergeboren. Das ist doch fein. Bro. Glaube ich gerade, muss ich hier auch kämpfen? Wahrscheinlich muss ich das, ja. Der Arta! In der Umwelt gibt es ein Wesen, das dich ständig verfolgt. Der Arta, oder den Arta, hüte dich vor ihm. Mit Gebet kannst du weniger sichtbar für den Arta werden. Du kannst dich in den gefundenen Verstecken vor seinem tödlichen Blick verbergen. Uhaha. Oh nein, er hat's kaputt gemacht. Schnell zurück. Der Arta. Das ist ja verrückt. Oh oh. Also ist das wohl das Kampfelement, das ich ausweichen muss. Aber ist okay. Oh, da unten sind Gegner gewesen. Ah, jetzt muss ich doch kämpfen. Ich finde es dann immer cool, wenn es irgendwie so eigene Ideen hat, das Spiel. Und das hat definitiv viele eigene Ideen. Das Ding ist halt, wenn du irgendwie sowas... Also ich habe es noch nicht erlebt, dass in Deutschland solche Spiele gemacht werden aufgrund von einer Romanvorlage. Das ist ja meistens jetzt bei Witcher ja der Fall, aber bei amerikanischen Rollenspielen oder sowas
Deswegen finde ich das immer ganz cool, weil du hast... Also ich habe jetzt überhaupt keine Informationen darüber, was hier noch passiert. Deswegen schon sehr geil. Brut des Arthas. Einige Inseln in der Unterwelt werden von der Brut des Arthas kontrolliert. Die aus Dunkelheit bestehenden Phantome greifen dich an, wenn du ihnen in die Quere kommst. Das Gebet hilft dir, ihnen auszuweichen. Okay. Amulett hat euch verraten. Aha. Begib dich zum Heiligtum, nachdem du alle Splitter gesammelt hast. Dort wirst du eine Vision des Heiligtums erleben. Er ist ja nicht nur ein Inquisitor, er ist halt schon ganz, ganz krasser und... Weiß nicht, also er hat sehr viele Skills. Alles klar, da sind wir. Die Hexe. Der mit seinem geilen Hut wieder. Ihr hättet mir die Maske und das Kostüm verkaufen sollen, als ich nett gefragt habe. Hexe. Ihr fragt euch sicher, woher ich wusste, dass ihr eine Hexe seid, was? Euer Amulett hat euch verraten. Wir werden uns wiedersehen. So geht das Auge. Ah, sie hat das Gesicht getroffen. Leb wohl, Freund. Oh nein. Habt ihr so ein Halsband gesehen? Ja, der Scharfrichter ist ein Netter. Also den bin ich jetzt nicht mehr nett. Das ist vorbei. Das ist vorbei. Ihr sollt nicht erwähnen, dass die gekommen sind, Frieden zu senden auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Ah ja. Gut. Aber ist das denn alles... Ich meine, er ist ja im Auftrag der Kirche unterwegs. Kann er sowas rechtfertigen, wenn er jetzt irgendwas macht? Und sagt, hey, der Scharfrichter ist böse, ich töte ihn jetzt mal eben. Kann er das rechtfertigen durch diese Visionen? Oder kann man das nicht als Teufelswerk irgendwie abtun? Ich weiß ja nicht. Wir gucken mal ins Tagebuch. So, sprich mit dem Händler. Wie ich vermutete, war der Händler unaufrichtig. Ich bin gespannt, was er sagen wird, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht. Ah nee, das war der Händler? Ich dachte, das war der Scharfrichter. So, was haben wir hier? Scharfrichter Roland. Nee. Der Händler erstmal. Ich bin falsch. Er mag auf den ersten Blick umgänglich erscheinen, doch tatsächlich ist er gierig und hinterlistig. Scharfrichter Roland, ein grimmiger Kerl mit einer hässlichen Brandnarbe im Gesicht. Eins muss man ihm lassen, sein Erscheinungsbild passt hervorragend zu seinem Beruf. Warte mal, wie kann ich da umblättern? Oh, nee. Wie kann ich denn da umblättern? Nächste Seite? Achso, nee, jetzt bin ich ja wieder da, egal. Mehlspur. Der Müllersbursche hat eine deutlich sichtbare Spur aus Mehl hinterlassen. Ihn zu verfolgen sollte daher kein Problem darstellen. Die Narrenmaske und das Kostüm. Das Narrenkostüm gehörte einst dem fidelen Scharfrichter von Tianon, der für seine Grausamkeit und seinen scharfen Verstand bekannt war. Ich bin ihm ein einziges Mal begegnet. Ja lol, weißt du, der hat eine Narrenmaske auf, der Scharfrichter. Das ist ja auch nett. Ein Hexenamulett, eine magische Halskette aus Alraune, die einst einer Hexe gehörte. So kam der Händler erst auf die Idee, dass die alte Frau eine Hexe war. Okay. Ohne Scheiß, ich kann nicht umblättern. Ach so! Mit L mache ich auf die nächste Seite, nicht mit R. Egal. Der Sohn des Händlers, ein pickelgesichtiger Junge mit sadistischen Neigungen und einem bösen Blick. Jemand sollte den Burschen etwas Disziplin beibringen. Der Alter. Oder Arthur. Der Arthur stellt in der Unterwelt eine tödliche Bedrohung dar. Er verfolgt jeden, der sich in sein Reich wagt und man kann ihn nicht besiegen. Man kann ihm nur aus dem Weg gehen. Und der Freund. Ein Hund, der einst eine Hexe gehörte, die ein Händler auf dem Scheiterhaufen verbrannte. Er ist ein schnurrer, aber freundlicher Köter. Der arme Hund. Ist doch kein Köter. Ich brauche Wein. Die Unwelt hat mir Lebenskraft geraubt. Wie immer. Aber erst muss ich mit dem Händler sprechen. Der verdammte Krämer hat gelogen. Er hat die Maske nicht gekauft. Okay, er braucht Wein. Wahrscheinlich brauche ich irgendwann auch Drogen und ein paar Dirnen oder sowas.
wie gesagt, man kann ja alles rechtfertigen, ne? Ah, ich find's super. So. Guck mal, wo war jetzt der Händler hier, ne? Die Sau. Ach, was ist mit dem Wagen hier los? Ach so, das... Ja, das hatten wir schon, das Puppentheater. Der Jesus, der alles einfach mal niedermacht. Auch sehr lustig. Ihr habt mich angelogen. Ihr habt das Kostüm des fidelen Scharfrichters nicht gekauft. Ihr habt es von der alten Frau, die ihr auf dem Scheiterhaufen verbrannt habt. Woher wisst ihr das alles? Nun, ich bin ein Magier. Ihr seid ein Narr, wenn ihr glaubt, dass ich euch, mich euch erklären werde, oder man kann die Wahrheit nicht vor einem Inquisitor verbergen. Ich sag das mit der Wahrheit. So. Man kann die Wahrheit nicht vor einem Inquisitor verbergen. Habt ihr das nicht gewusst? Vergebt mir, Meister. Ich wollte nicht von meinen Kunden darüber sprechen. Sie würden meine Waren nicht kaufen, wüssten Sie. Dass du stiehlst vor den Toten? Hexe war. Eine echte Hexe. Ich habe Gutes getan, als ich sie tötete. Ihr hättet genauso gehandelt. Ja. Gebt mir Ihr Alraunen-Amulett zurück. Das heilige Offizium duldet kein Lünchen. Nur Inquisitoren dürfen Menschen zum Scheiterhaufen verurteilen. Und das nur nach einer gründlichen Ermittlung. Ihr seid kein Inquisitor, oder? Wachen! Ich find's auch gut, dass man ja, immer Meister, hört, diese Geräusche, das ist der dann... Der Händler hat ein Vorrecht des Inquisitors verletzt. Bringt ihn ins Verlies. Lasst mich! Ich habe nichts Unrechtes getan! Sie war eine Hexe! Nehmt eure verdammten Hände von meinem Vater, ihr Schurken! Okay, nee, das mache ich jetzt nicht, dass er an den Pranger kommt. Der Bengel soll sich um den Stand kümmern. Oder ich konfisziere die Ware, um die Kosten für euren Prozess zu decken. Tu, was er sagt, Sohn. Und mach dir keine Sorgen. Wir werden uns bald wiedersehen. Das ist ganz schön mächtig für einen neuen Charakter in einem Rollenspiel, finde ich, dass wir schon solche... Jetzt, wo das geklärt ist, könnte ich etwas Wein gebrauchen. Krass. Also er ist schon übel drauf. Also er hat sehr viel Macht, sag ich mal, der Inquisitor. Aber ich meine, ist ja auch richtig, die können nicht irgendwie so... einfach mal Leute zum Tode verurteilen, weil ihnen gerade danach ist. Das finde ich halt auch sehr krass. Heftig. Ah. Jetzt gibt's erstmal ein Bierchen. Habt ihr etwas über den Vampir gehört? Mein Herr, ich habe Gerüchte über Vampire, Teufel, Hunde und Katzen gehört, die zusammenleben. Eine Massenhysterie. Ich hörte sogar von einem Drachen in der Nähe von Krakau, den niemand besiegen konnte, bis ein Betrunkener auftauchte und mit dem Ungeheuer um die Wette trank. Okay. Angeblich dauerte das Wettsaufen den ganzen Tag und die ganze Nacht. Im Morgengrauen rannte der Drache sofort zum Fluss und schluckte so viel Wasser, dass er platzte. Die Leute reden hier über alles Mögliche. Alles Unsinn. Das Einzige, was sie ausspucken können, wenn sie betrunken sind. Ja, interessante Geschichte. Ist euer Wein gut? Feinster rheinischer Jahrgang, Meister Inquisitor. Süß wie der Körper einer Jungfrau und stark obendrein. Ich muss jetzt mal gucken, wo Königstein ist, Leute. Das interessiert mich, ob es das wirklich gibt. Weil das ist jetzt, das ist sehr wichtig, diese Information. Das ist essentiell. So, ich guck mal auf Google Maps. Königstein. Königstein im Taunus. Das gibt's wirklich. Alter, ist in der Nähe von Frankfurt. Bei Bad Homburg, wenn ihr das kennt. Königstein im Taunus. Da gibt's ein Opel Zoo und da gibt's mehrere Wanderstrecken. Aber ja, das gibt's wirklich. Königstein. Ist eine belebte Umgebung wohl. Ich guck mal die Gebäude ganz kurz an. Okay, wow. Es kommt halt von der Optik auch echt in die Nähe, ne? Das ist ja mal geil. Okay, also das finde ich jetzt noch umso besser. Also mich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich hat das Spiel jetzt eigentlich schon für sich gewonnen.
Sicher, dass es nicht verdünnt ist? Ja. Schenkt ein. Ich will das Kräuterhonigbier. Ich meine, ich trinke zwar eigentlich kein Alkohol, aber das würde ich schon mal probieren wollen, auf jeden Fall. Das hört sich schon sehr geil an. 5 Silberengel. Der Inquisitor muss doch nicht bezahlen. Ja, komm. Hätte auch vorher sagen können. Das ist ein wahrhaft edles Getränk. Also nehmt 6. Das heilige Offizium zahlt. Spesen. Da seid ihr ja. Habt ihr die Maske? Oh, Hallöchen. Beim Schwert des Herrn. Das hatte ich ganz vergessen. Männer, ihr habt bis morgen Zeit. Och, Männer. Jetzt kommt. Bringt mich nach Hause. Auf dem Weg dorthin erzählt ihr mir, warum ihr nach Königstein geschickt wurdet. Wenn es kein Geheimnis ist. Königstein gibt's halt wirklich, ne? Es ist nicht. Es wird sowieso bald. Mortimer, kommt her. Eure Königin erwartet euch. Ich werde es mal ganz kurz in die Kamera halten. Also hier sieht man jetzt so Fachwerkhäuser, ne? Oder hier ist so eine alte Kirche. Also es kommt schon in die Richtung, finde ich, ne? Es sieht alles... Also natürlich ist ja wahrscheinlich... Vielleicht ist ja was zerstört worden oder über die Zeit nicht alles erhalten worden. Manches wurde vielleicht auch restauriert. Aber es sieht echt schick aus. Ah, guck mal hier, wie sie... Die Akrobaten. ...in aller Munde sein. Das heilige Offizium erfuhr von einem Vampir in der Stadt. Ich soll rausfinden, ob da was dran ist. Ein Vampir in Königstein? Das ist das erste Mal, dass ich davon höre. Das heilige Offizium hört viel mehr als gewöhnliche Menschen. Und wie habt ihr vor, ihn zu finden? Ich beginne mit den Gasthäusern, höre mir die Gerüchte an, frage beim Personal und den Stammgästen nach. Dann solltet ihr unbedingt in der Kessen Nixe vorbeischauen. Das ist das beliebteste Gasthaus der Stadt. Der dicke Gastwirt weiß sehr wahrscheinlich alles, was in Königstein so vor sich geht. Ich habe übrigens am Anfang so ein bisschen gedacht, die Stimme von Mortimer, die passt nicht so ganz, aber mittlerweile finde ich, doch, die ist gut. Lasst uns verschwinden. Und Kalypso, wenn ihr mal einen dicken Gastwirt braucht als Sprecher. Bleibt hinter mir. Okay. Erstmal die Frau in den Matsch stoßen. Ich weiche die ganze Zeit aus, ich bin so doof. Boah, ich will mit A zuschlagen, aber dann weiche ich halt aus, ne? Sehr clever. Au. Boah, es gibt Finisher. Alter. Ey, das ist richtig gut. Dreckige Diebe! Tötet sie im Namen des Herrn! Rotmäntel, weg hier! Ja, vor denen habt ihr Angst, aber wenn ich 5 von euch oder 4 von euch abschlachte, ist... Wir danken euch für eure Hilfe. Ihr kamt gerade rechtzeitig. Gott wollte es so. Wer waren die Angreifer? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen von ihnen erkannt. Den da kenne ich vom Hafen. Gehörte wohl zu dieser Bande. Wir haben euch gesucht. Jetzt nicht mehr. Herrin. Der Kardinal wünscht euch in der Kathedrale zu sehen. Ihr da. Wer seid ihr? Sagt es mir. Mortimer Madadin, lizenzierter Inquisitor im Dienste des Bischofs von Hesse-Hesron. Verzeiht die Aufdringlichkeit, Meister Madadin. Willkommen in Königstein. Ich werde den Kardinal unterrichten. Seine Eminenz ist zurzeit beschäftigt, aber er wird gewiss später mit euch reden wollen. Kommt zur Kathedrale zwischen dem ersten und zweiten Läuten der Glocken zur Vesper. Das ist die Zeit, in der der Kardinal zu den Gläubigen spricht. Kümmert euch nicht um die Leichen dieser Schurken. Die Stadtwächter werden sich ihrer entledigen. Sagt dem Kardinal, ich werde da sein.
Aha. Bitte verzeiht meine Schroffheit, Mortimer. Dieser Überfall hat mich aus der Fassung gebracht. Leider muss ich euch verlassen. Die Pflicht ruft. Wir sehen uns morgen beim Mummenschanz. Also, Hesron ist wohl ein Name aus dem Alten Testament. Die Pflicht. Dann arbeitet sie für den Kardinal. Gut zu wissen. Okay. Alles klar. Da sucht die Leiche in der Angreifer. Die Soldaten des Kardinals. Seine Eminenz verfügt über eine private Armee, deren Anführer nicht vertrauenswürdig erscheint. Was? Ohne seine Kutte wäre von einem gewöhnlichen Rüpel nicht zu unterscheiden. Das kann er jetzt einfach so sagen. Okay. Liliana scheint eine selbstbewusste Kokette zu sein und ihre Schönheit lässt sich nicht leugnen. Es wundert kaum, dass man sie zur Königin des Mummenschanzes erkoren hat. Ich wette, dass die meisten Männer bei ihrem Anblick zu sabbern anfangen. Ach, das hatten wir ja schon. So, im Kampf mit den Räubern bekam Liliana einen Kratzer ab. Ich verstehe nicht, warum sie das so erzürnte. Schließlich war die Verletzung klein. Naja, Verletzung ist Verletzung. Liliana scheint im Dienst des Kardinals zu stehen. Ich wüsste gern, was ihre Aufgaben sind. Und der Vampir? Liliana weiß nichts über den Blutsauger. Sie schlug vor, ich solle mich im Gasthaus Kessa Nixe erkundigen. Der Gastwirt soll über alles Bescheid wissen, was in der Stadt vor sich geht. Okay. Der faulige Fischgestank. Der kleine Dieb hat genauso gestunken. Vielleicht arbeitet er für sie. Der Soldat des Kardinals erwähnte eine Bande im Hafen. Ja. Wenn ich ihr Versteck finde, kriege ich mein Schersten vielleicht zurück. Was soll schon schiefgehen? Ja eben, das war ja auch... Das hat er ja gesagt, ne, dass er die vom Hafen kennt. Okay, dann gehen wir zum Hafen. Oh, da ist wieder was. Ich finde es voll schön, es gibt ja echt viel Leben in dieser Stadt. Ich muss übrigens mal gucken, ist das wirklich... Warte mal. Ist das wirklich ein deutscher Entwickler, Dust? The Dust? Danke für die Unbarmherzigkeit beim Kampf gegen meine Feinde, oh Herr. Ah, nee, ist es doch nicht. Ist, glaube ich, polnisch. Ja, ist auf... Also ich würde sagen, das ist auf... Ja, polnisch. Ist ein polnischer Entwickler. Also Entschuldigung für die Aussage, es ist ein deutscher Publisher, polnischer Entwickler. Aber ich habe halt nichts darüber gehört. Über das Spiel, wie gesagt, bisher. Aber das finde ich ja schon mal sehr gut. Dass es mich dann echt so überrascht. Also ich hoffe wirklich, euch gefällt's und ihr kauft euch das. Oder ja, ihr liked das Video schön und kommentiert was, weil ich glaube, die Entwickler, die freuen sich da schon drüber, wenn da viel drüber eben berichtet wird und wenn die Leute das gut bewerten. Also ja, und der Publisher natürlich sowieso. Versteht sich ja von selbst. Wie gesagt, ich finde das richtig toll. Es sieht so detailliert aus, alles. Es ist halt einfach das... Es ist halt einfach ein anderes Witcher. Mit Religion. Ist vielleicht doof, der Vergleich, aber... Für mich wirkt das jetzt echt so. Ist das der Hafen? Nee. Da drüben. Es wäre halt super, wenn ich eine Karte hätte oder sowas. Huch. So, da ist doch. Das ist der Hafen, ja. Alles klar. Guck mal, da gibt es noch einen Kerzenmacher. Oh, und ein Text. Holzstatue des siegreichen Christus. Ein Goldengel. Holzstatuette des siegreichen Christus Klein. So braucht das Kreuz und so weiter. Ölgemälde. Ja, alles interessant. Aber wir haben ein Sammelobjekt. Ich überlege gerade, wie lange ich den Part machen soll. Auf jeden Fall werde ich das auf dem Zweitkanal weiterspielen, Leute. Ich habe echt Bock drauf. Oder auf dem Hauptkanal. Ich meine, ihr könnt ja auch den Zweitkanal abonnieren. Da werde ich nicht so oft was hochladen. Also werdet ihr dann nicht überschüttet mit Videos. Aber so jeden zweiten Tag, weil nächste Woche kommt noch ein Spiel, was ich auch spielen werde. Aber das darf ich jetzt noch nicht sagen. Das ist noch geheim. Also ich darf es auch früher zeigen. Aber wie gesagt, ich darf nicht drüber reden. Also wenn es kommt, dann kommt's. Der erste Part kommt auch hier auf dem Kanal. Und dann geht's weiter auf dem Zweitkanal. So wie ihr es vielleicht gewohnt seid. So, die Docks. Kai, Bordell, Fischmarkt, Arena. Ja, wir sind ja schon am Hafen. Es ist echt riesig hier alles. Muss ich eigentlich meinen Glauben jedes Mal
Also Glauben ist wohl meine Lebensenergie, ich weiß es gar nicht. Christus, der Rachsüchtige, erfülle mein Herz mit dem Wunsch nach Vergeltung. Das ist so geil. Christus, der Rachsüchtige. Hier ist er nicht für unsere Sünden gestorben, sondern hier tötet er andere für ihre Sünden. Oder hat sie getötet. Ich würde gerne wissen, was er da sagt, aber ich kann kein Latein. Er hat irgendwas mit Diabli gesagt. Okay, was haben wir? Eine kurze Erzählung darüber, wie ich meinen Vater verlor. Mein alter Herr, Jarl Heckmann, war ein gutherziger Mann. Doch er hatte einen Fehler, man könnte sagen eine Sucht, denn er liebte Dirnen. Wann immer eine Münze übrig hatte, ging er ins örtliche Dirnenhaus zügellos. Ein reizender Name. Ich sollte erwähnen, dass jede Oase der Verkommenheit einen besonderen Ruf hatte und Liebhaber der Sinnesfreuden aus ganz Königstein anzog. Ein rätselhaftes Basrelief in der Nähe, das die Einheimischen als Maul der Untreue bezeichnen, hat schon viele Kunden Angst eingejagt. Jeder Freier muss an den Blicken des abartigen Mannes mit dem weit aufgerissenen Mund vorbei. Früher hatte ich keine Ahnung, wozu die Öffnung diente, aber heute erscheint es mir offensichtlich. Der Legende nach prüft das Maul die Ehrlichkeit von Männern, die des Ehebruchs angeklagt sind. Es soll einst von vielen Frauen gebraucht worden sein. Wenn eine Frau ihren Gatten der Untreue bedächtigte, zerrte sie ihn vor das Relief und befahl ihm, seine Männlichkeit in die Öffnung zu stecken. Ein treuer Mann tat dies ohne Furcht und behielt sein Gemächt. Hatte der Mann seine Gattin hingegen tatsächlich betrogen, so trennte das Maul das Glied mit einem schnellen, schmerzhaften Schlag ab. Alter! Bis vor kurzem glaubte niemand an solche Geschichten. Es gab keine Beweise, dass der Mund einen Penis abbeißen könnte. Es schien, als seien die magischen Eigenschaften des Reliefs lediglich erfunden. Doch eines Tages erfuhr meine Mutter von der Untreue meines Vaters. Papa beteuerte, sie habe Unrecht. Also packte sie ihn schluchzend am Kragen und zerrte ihn vor das Maul der Untreue. Mein Vater war dies gleichgültig. Er glaubte nicht daran, dass irgendetwas Schlimmes geschehen würde. Ebenso wenig glaubte es der Pöbel, der sich versammelte, um das groteske Spektakel mit anzusehen. Doch sie wurden allesamt überrascht, denn die Wahrheit spielte sich vor ihren Augen ab. Alter! Oh nee, ich will nicht, dass mir irgendwas den Penis abbeißt. Also bloß nicht fremdgehen, Leute. Eieieiei. Das ist ja... Das ist nicht schön. Ich habe mir sowas aber gleich schon gedacht, dass ich von diesem Maul gehört habe. Eieiei, das ist echt groß hier. Der faulige Fischgestank. Vielleicht führt er mich zum Versteck der Bande. Ah. There you are. So, was haben wir hier? Da liegt was. Oh Gott. Ist, glaube ich, ein Lied. Ihr könnt es selber lesen oder singen oder wie ihr wollt. Ich werde das nicht machen. Und ja, ich werde Texte vorlesen, generell. Also, falls das jemanden stört... Falls nicht, geht auf den zweiten Kanal und guckt es euch an. Hä? Achso, ich könnte eben nicht beten. Wo ist der Geruch hin? Wo ist denn der Fischgeruch? Der Fischgeruch ist weg. Na, ich werde es schon finden. Hier? Nee. Kein Schloss. Die Tür ist von innen verriegelt. Aha. Ho. Oh na. Kann ich nochmal? Ja, danke. Okay. Verschont mich, Herr. Bitte. Ich habe Kinder. Haben andere auch. Ich weiß gar nicht, ob es einen Vampir gibt, ehrlich gesagt, aber... Habt ihr etwas über einen Vampir gehört? So bezeichnen die Adligen uns. Als Blutsauger. Sie sagen, wir saugen die Reichtümer der Stadt aus. Aber es ist Jahre her, dass es hier echte Vampire gegeben hat. Aha. Wisst ihr, wer ich bin? Inquisitor. Ihr seid hier das Stadtgespräch. Und dennoch wolltet ihr mich angreifen?
Ein Mann lehnt keine Münze ab, wenn seine Kinder nichts zu essen haben. Da liegt doch überall Fisch. Ich meine, nimm dir doch ein paar Fische mit nach Hause, wenn die nicht jetzt gerade verrottet sind. Wer hat euch geschickt? Eine Frau im Hafen heuerte uns an. Sie trug eine teure venezianische Maske. Das Gesicht sah ich also nicht. Aber die Stimme war vertraut. Sie trug weiße Handschuhe und bezahlte mit Silber. Ha. Nee, komm, ich spiel mal einen netten. Also, wenn sie es verdient haben. Wollt ihr gerade seinen Dolch greifen? Ich sollte euch töten, doch ich verschone euch. Sagt der Frau mit der venezianischen Maske. Ein Inquisitor lässt sich nicht so leicht verschrecken. Ich überlege gerade, hätte ich ihn vielleicht doch töten sollen. Seltsame Münzen. Ha. Oh. Alles sieht er halt auch nicht, ne? Okay. Oha, das. Ach, die sind. Ich dachte, die wären tot. Gift. Oh, die sind tot. Die Narren haben Wein mit Schersten getrunken. Hielten es wohl für etwas anderes. Tja, selbst schuld. Aber mussten sie gleich alles verbrauchen? Oh nein. Was ist denn Schersken überhaupt? Tot. Das würde ich jetzt am liebsten auch mal googeln. Ja, wie er sagt, was sauft ihr das auch? Selbst schuld. Ich hatte recht. Was ist denn das? Eine Karte? Eine Stadtkarte mit Eingängen zum Untergrund darauf. Aha. Könnte helfen. Hier gibt es nichts für mich. Voll gut. Die Tunnel, die unter der Stadt gegraben wurden, sind nützliche Abkürzungen. Suche nach Eingängen auf der Karte, um sie zu nutzen. Ich sollte dem Vampirfall nachgehen. Hoffentlich hat die Kesse Nixe guten Wein. So, kann ich irgendwo... Ich will meine Uhr schon wieder... Ah! Frau mit venezianischer Maske. Eine mysteriöse Frau mit venezianischer Maske hetzte eine Bande von Raubeinen auf mich. Sie trug weiße Handschuhe. Interessanterweise meinten die Nichtsnutze, ihre Stimme sei ihnen vertraut. Fauliger Fischgestank. Im Hafenbezirk gibt es einen Platz, wo fauliger Fisch entsorgt wird. Daher rührt der Gestank, den die Banditen und Diebe durch die ganze Stadt tragen. Im Banditenversteck fand ich eine Karte des Untergrunds. Vielleicht sollte ich sie nutzen. Okay. Und alte Münzen. Ich habe sie bei dem Rübel gefunden, der mich in der Nähe des Marktplatzes angegriffen hat. Sie unterscheiden sich von den anderen Münzen, die im Umlauf sind. Auf der Rückseite ist ein Wappen mit Wellen darauf. Aha. Aber wie gesagt, eine Karte habe ich jetzt doch nicht so wirklich, ne? Schade. Geht zur Kessennixe. Machen wir das. Aber ich find's echt gut. Mich würde sogar nicht mal wundern, wenn irgendwie alte Leute von CD Projekt hier dabei sind. Und das Spiel gemacht haben bei The Dust. Also es ist super detailliert. Ich bin echt wirklich richtig hin und weg. Ich krieg kein Geld hierfür übrigens, wollte ich dir sagen. Ich habe nur das Spiel bekommen. Also nochmal, es ist kein bezahltes Placement oder so. Das ist meine eigene Meinung gerade. Kennt ihr eine Frau, die eine venezianische Maske trägt? Eine teure? Die Hälfte trägt solche Masken, Meister. Und ja. Alle schwafeln davon, wie besonders ihre Maske ist. Aber für mich sehen alle gleich aus. Natürlich tun das alle. So. Den Stadtwächtern zufolge sind venezianische Masken in Mode gekommen. Viele Frauen tragen sie beim feierlichen Mummenschanz. Schade. Da vorne liegt noch was. Es ist immer so viel Leben hier. Ich finde das echt toll. Bestellt durch Guido von Herzen, Bürgermeister der Stadt Königstein. Herkunftsland Königreich Polen. Menge 30 Flaschen. Der Teufelstrunk ist ein exquisites und gesundes
exquisites, gesundes und wohlschmeckendes Getränk, der besten Trost. Nochmal. Der Teufelstrunk ist ein exquisites, gesundes und wohlschmeckendes Getränk, der beste Trost, den der menschliche Körper erfahren kann. Er wirkt sowohl beim Magen als auch bei Herzbeschwerden Wunder, regt die Durchblutung an und verlängert das Leben. Körper und Seele werden gewärmt. Auf den Tafeln des polnischen Adels darf dieses Getränk niemals fehlen. Das Korn für den Teufelstrank wird auf den sogenannten Feldern von Sadomir geerntet. Die Destillation findet in einer Brennerei statt, die bereits seit 1405 die Alkoholextraktion praktiziert. Gut, Polen natürlich. Ja, super. Ich find's super. Aber wenn du mal die Mode anguckst von damals, die Hüte, das sieht ja teilweise echt urkomisch aus. Ja, wie gesagt, eine Karte wäre halt schon recht gut gewesen. So generell zum... Oh, nee, da will ich nicht rein. So generell zur Orientierung vielleicht. So. Da hat das Kreuz nicht diese Wellen da, ne? Also ich will jetzt nichts sagen, es sieht halt teilweise schon ein bisschen aus wie eine Swastika, aber vielleicht war das ja damals, also damals war das ja eh noch nicht so behaftet wie bei uns. Aber, naja, das habe ich halt noch nie gesehen, diese Darstellung von einem Kruzifix. Trotzdem interessant. Da ist schon wieder ein Text. So, dann gucken wir gleich mal nach der Kessen Nixe. Ah, da ist es. In den Hafengassen werden zweierlei Dinge bemerken. Den Gestank von verwesendem Fisch und den ohrenbetäubenden Lärm dieser Schlitzohre der Gebrüder Finkelstein, Aaron, Jonas und Hans sind reisende Händler. Wenn sie in See stechen, um neue Waren zu beschaffen, ist es am ganzen Kai wunderbar friedlich. Selbst die Ratten scheinen die Ruhe zu genießen. Manch einer wundert sich, warum die Drillinge so oft streiten, doch betrachten wir es mal von der anderen Seite. Was sich neckt, das liebt sich. Also zeugt das häufige Zanken nicht etwa von Feindseligkeit, sondern von der gegenseitigen Zuneigung der Brüder. Ja, tatsächlich hegen sie keinen Groll gegeneinander. Wenn ernsthafte Probleme auftreten, gibt es nichts, was sie nicht füreinander tun würden. Ich muss es wissen, denn ich wohne ganz in ihrer Nähe und kenne sie daher besonders gut. Das macht es jedoch nicht weniger lästig. Die ständigen Streitereien der Finkelsteins stören den Frieden, nach dem ich mich sehne. Okay. Ach, da ist er ja. Okay, die ist aber ganz weit da hinten, die Kesse Nixe. Ja, ich finde das nett, dass hier so Informationen rumliegen, die man mal mitnehmen kann. So. Hat aber auch ganz schön Ausdauer, der Kerl. Ich war halt echt schon in der Nähe. Ach, guck mal, hier ist so ein Eingang. Alles klar. Hätte gar nicht so weit laufen brauchen. Ah ja. Das ist auch voll schön. So mit so einem Öleffekt. Wie so ein Ölgemälde sieht das gerade aus. Was? Zauberin solltest du nicht leben lassen? Schon wieder ein neuer Bereich, sag mal. Das ist ja krass hier. Also es ist sehr, sehr, sehr groß, Königstein. Na gut, Leute, ich würde aber sagen, hier reicht es jetzt erstmal für den ersten Part. Danke, kommt jetzt, Herr, dass du die Mittel heiligst, die zum Zweck führen. Und kommt jetzt, wie gesagt, alle zwei Tage. Aber auf dem Zweitkanal. Ich werde euch natürlich in die Videobeschreibung packen und ihr könnt den abonnieren, wenn ihr möchtet. Und nochmal, wie gesagt, ihr könnt auch gerne das Video liken, kommentieren und diesen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und mich auch als Kanalmitglieder unterstützen oder auf Steady. Wäre natürlich auch sehr geil von euch. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns bald wieder zum Inquisitor. Und ich freue mich sehr darauf. Wirklich, das ist aus dem Nichts gekommen und hat mich total überrascht. Gefällt mir sehr gut. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Ui, beinahe hätte ich doch die Kanalmitglieder vergessen, die mich monatlich unterstützen. Die lese ich euch jetzt mal vor.
Amaterasu Hart, Amaya Nico, Ani 1407, Bex King 1990, Bienchen Maya, Bluefire 486, Burger Bun Slayer, Cindy H., Commander Game, Die Kürbis, Drag Moon, Erasion Korane, Green Tiger B, Haruki Playing, J.S. Cassie Feenstaub, Leon der Mettler, Lilly Vanilli, Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Kitschan, Metal Dragoner X, Michelle Sanchez, Natascha Breyer, Nezumi, Nini Ping, Opa Geil, Pupo Fischpup, Raik Boretzki, Rufus Platus, Saalfelder Essen Katzen OT, Shane TSGTV, Sidewhites, Sir Lieselotte, Sophia Möpp, Stanimir Stanev, Tami, Tami Strofeus, Vantan und Wölfchen 0909.